bis er auf den Pfad zurückkehren kann. Ja, nur dann fallen wir nicht. Was beunruhigt euch? Ah, gut, ihr seid dem Ruf gefolgt. Wie ihr seht, benötigen hier viele Aspiranten unsere Hilfe. Es sind fast schon zu viele für die anderen Jünger und mich. Bei einigen ist die Not besonders groß. Besonders gefährlich ist es für Aspiranten, die kurz vor einer Offenbarung stehen. In diesem kritischen Moment müssen wir ihnen unbedingt zur Seite stehen und eingreifen. Ihr müsst ihnen einen kleinen Schubs geben in die eine oder andere Richtung. Findet die Verwundbarsten unter euren Mitaspiranten und tut, was ihr könnt, damit sie den richtigen Weg finden. 11 verwundbare Aspiranten. Achso. Diese Aspiranten könnten ein paar aufmunternde Worte gebrauchen. Okay. Nur wo? Okay, suchen wir mal Leute, die verwundet sind oder so. Hä? Was ist denn das da? Okay. Ich glaube, da leuchtet was, was ich ansprechen kann. Verwundbarer Aspirant. Bitte, helft mir. Oh Gott, jetzt muss ich noch überlegen, was ich denen sage. Ihr habt wahrscheinlich recht, gebt einfach auf. Was sagt er denn? Der Aspirant scheint erst kürzlich geweint zu haben. Jeder hier durchlebt dasselbe wie ihr. Ihr werdet es überstehen. Ihr schafft das. Ich glaube an euch. Also das Erste ist sehr aufbauend, oder? Das ist das Erste. Gebt doch einfach auf. Ja, kann man machen. Okay, ich vermute mal, wir nehmen eins von beiden unten. Ja, richtig Motivationstrainer-mäßig. Wenn bei mir der Motivationstrainer neben steht und sagt, das wird nichts, hör auf damit. Ich höre auf ihn. Also, das Problem ist nur, die sind ja alle tot. Das sind alles eigentlich Seelen, die, ich sag jetzt mal, die hier sollen zu Engeln werden. Ja, zu sowas, was hier rumfliegt. Und da müssen sie halt ihr altes Leben mehr oder minder vergessen. Aber, wenn ich dann sage, gib einfach auf, das kommt, glaube ich, nicht gut. Also deswegen, jeder durchlebt ja dasselbe, ihr werdet es überstehen. Nicht vergessen. Was ist das? Warum? Warum? Gut, das war die falsche Variante. Nehmen wir doch das da hin. Oh. Nicht richtig sein. Die hat das vorher vor mir gemacht. Okay. Das ist das Problem des MMORPGs, ne? Also des Online-Spiels. Manche Leute können dir dann deine NPCs wegnehmen. Aber wenn ich mir den Kreis hier oben ansehe, wir haben ja viel, viel Platz. Und wir... Ach, der eine hat übrigens gezählt. 1 von 11. Na gut. Dann ist es so. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Okay. Nichts von dem, was ich hier tue, zählt. Keiner von uns wird je die elysische Feste erblicken. Die Archon ist verstummt. Ohne Anima sitzen wir hier fest. Wir stehen das gemeinsam durch. Ja, eure Welt endet. Ich bin sicher, diese Dürre wird enden. Irgendwann. Alle mega depressiv. Nö, das wirkt nur so. Wir stehen das doch gemeinsam durch. So sei es. Schon stehen wir wieder auf. Sehr gut, was? Im Zweifel erliegen? Das hat nicht geklappt. Okay, aber die zählen trotzdem. Okay, also ich habe den Eindruck, wir müssen 12-mal kämpfen. Wir werden nicht daraus drumherum kommen hier ständig. Ja. Selbst wenn ich falle, wird man mich nicht zurück nach Oribos bringen. Wir sind alle dazu verdammt, auf ewig hier zu bleiben. Es gibt keine Hoffnung mehr.
Also bald brauche ich ein Antidepressiva, wenn das so weitergeht. Wir stehen das gemeinsam durch. Eure Welt endet. Na komm, hier, wir auch nochmal. Und kämpfen. Darf nicht vergessen. Klar. Ich muss hier raus. Ja, den Eindruck habe ich auch gerade. Warum werden die eigentlich so komisch blau gerade? Und nein, wir sind nicht im Land der Schlümpfe. Ja. Gut, aber es ist nicht so angenehm, dass wir hier momentan 11 Mal wirklich kämpfen müssen. Ich hatte gedacht, dass man die auch einfach mal überreden kann. Bei 11 Mal finde ich recht lang. So, als Feststellung. Besonders, weil ich hier gerade niemanden sehe, den ich überreden könnte. Okay, nehmen wir den da hinten nochmal. Okay, du bist erstmal noch lernen. Viel Spaß noch. Ich danke dir für den Spaß. Viel Erfolg beim Lernen und ja, mehr bleibt mir nicht zu sagen. Ich danke fürs Hiersein und wir sehen uns dann demnächst oder nachher nochmal wieder, ne? Wie gesagt, lass dir Zeit beim Lernen. Hauptsache, du kannst es behalten. So, dem Aspiranten steht die Wut ins Gesicht geschrieben. Es muss einen Weg geben, diesen Ritus zu bestehen. Es muss doch irgendwie gehen. Das ist alles Teil des Prozesses. Ihr werdet euch wieder erholen oder vertraut auf das, was ihr gelernt habt. Es hat euch bisher immer gute Dienste geleistet. Richtig! Was denken diese Aufgestiegenen, wer sie sind? Ich bin verleitet, das Letzte zu nehmen. Aber gut, vertraut auf das, was ihr gelernt habt. So... allein. Okay, also irgendwie, also ich habe den Eindruck, es läuft hier nicht rund. Jünger Helene steht hier übrigens. Seid ihr hier, um zu helfen? Ich bin gerade dabei, diesen Akolyten zu unterstützen. Er hat diesen Tag erwählt, um über die angenehmen Dinge nachzusinnen. Vielleicht kann ich euch währenddessen etwas über den Läuterungsprozess erzählen. Was meint ihr? Na dann, erzähl mal. Für euch ist es noch nicht Zeit. Ich denke, diese Erfahrung dürfte euch helfen. Ich werde sehen, dass nicht alle Erinnerungen... ihr werdet sehen, dass nicht alle Erinnerungen zurückgehalten und... gewalttätige Natur sind, okay? Ich hatte das jetzt... Wie sollen ihr helfen? Entblößt eure Seele für mich. Kann ich denn helfen? Ich denke, diese Erfahrung dürfte... Ja? Und nun? Hä? Muss ich hier was anklicken? War das jetzt richtig? Eine leichte Berührung wird diese Bilder auflösen, okay. Okay. Noch stärker sind die im Krieg geschmiedeten Bande. Dieser Akolyt hat in einem schweren Konflikt an der Seite seines Volkes gekämpft, okay. Und nun? Ich löse mal alles auf, was da ist. Familienbande sind auch stark. Sie sind sehr schwer zu vergessen. Ja, okay. Warum macht er das nicht selbst? Warum muss ich das hier machen? Warum hat die noch Angst? Warum hat sie Angst? Ganz ruhig, wir werden es später erneut versuchen. Wieso? Hä? Habe ich es falsch gemacht? Seid ihr noch bei uns? Ich denke schon, ja. Ruht euch nun aus, ihr musstet gerade viel durchstehen. Er hat doch nichts gemacht. Aber es hat geholfen.
Okay, wir sind fertig. Ich glaube, ich habe oben eine Dings vergessen. Oben war doch, glaube ich, auch ein Punkt, den man anklicken konnte. Geh mal hier in die Richtung nochmal. Oh, da hinten steht noch ein Mensch, dem ich Motivation spenden kann. Moment. Huch, da wurde schon angesprochen. Schade. Na gut, keine Motivationsrede. Dann machen wir es bei dem da. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sie kommen einfach immer wieder. Diese Erinnerungen wieder und wieder. So sei es. Ah, das war die richtige Antwort. Okay. Es geht also auch ohne Kämpfen. Gut zu wissen. Ah, okay. Hier ist Jünger irgendwas. Wir machen mal mit. Vielleicht ist das ja hier der richtige Weg. Der ist aber widerstandsfähig. Okay, hat geholfen. Ich habe keine Ahnung, was da los war, aber interessiert auch nicht so richtig. Nichts von dem, was ich hier tue, zählt. Keiner von uns wird jetzt die elysische Festung erblicken. Irgendwann wird die jedoch enden. So. 6 von 11. Ich kann mal gucken. Ja, eure Welt endet. Okay, das war auch das Falsche. War ja klar. Seien wir ehrlich, das war logisch. Das wunderte mich jetzt gerade nicht. So. Jedenfalls besser als meine letzte Läuterung. Aha, schön. Seine Läuterung ist nicht gut gelaufen. So, ist auch nicht wichtig. So allein. Aha, ist also wirklich vollkommen irrelevant, was man jetzt hier anklickt. Es ist absolut zufällig. So, okay, ihr werdet euch erholen. Warum muss ich das tun? Hat noch nicht gezählt, also kämpfen. So wie immer, kämpfen wir. Gut, 2 noch. Und dann müssen wir noch irgendwo dem Dings helfen. Bitte, helft mir. Ah, hat der das angeklickt? Nö. Ich war mir nicht sicher, ob der das angeklickt hat, weil der reitet da ja eigentlich einmal vorbei und blieb dann stehen. So, na gut, dann fehlt noch einer. Und irgendwo müssen wir noch einen Menschen haben, dem wir auch helfen sollen. Ich gehe mal geradeaus, vielleicht. Vielleicht finden wir da den, dem wir noch helfen sollen. Aber auch vielleicht nicht. Nö, der ist noch nicht eingeblendet, okay. Okay, weitersuchen. Interessant ist, dass wir immer einen NPC neben uns haben. Ziemlich oft zumindest. Bin ich interessant gemacht. Ich erinnere mich an meine Familie, aber sie würde mich nicht mehr erkennen. Ich hoffe, wenn ich an der Reihe bin, läuft es besser. Okay, so jetzt. Sind wir alle verloren? Okay, die Erinnerungen sind immer noch da. Ich muss nachdenken. Ist auf jeden Fall der Letzte.
jetzt müssten wir... Irines Bürde, ne? Das sieht ja cool aus. Ich glaube, da muss ich kurz warten. Jüngerin der Reinheit? Nee, das ist sie nicht. Muss mit ihr hier agieren. Okay. Wir können hier im Prinzip mitmachen. Machen wir dann. Es ist das abgeschlossen. Wir helfen bei der Reinigung. Das kann ich nicht angreifen. So, das war's. Was war's in dem Tempel, denke ich. Viele sind gefallen. Der Tempel der Loyalität bemüht sich nach Kräften, sie wieder auf den Weg zu bringen. Das ist aber nett, dass er sich bemüht. So, also hier müssen wir jetzt hin. Ich war ja schon mal ganz kurz hier. Gut, da steht Iridia. Na du? Was mir scheint, unser neuer Aspirant hat viel getan, euch zu stärken, Pelagos. Jo, also ein Tempel in der Not. Ihr habt euch diese Aufgabe geschickt angenommen. Ihr habt meinen Dank. Die Zeit mildert alle Bürden. Euer Dienst wurde zur Kenntnis genommen. Danke. Geht und dient. Solange ihr hier noch nicht von diesem, nennen wir es, Ekzem des Zweifels befallen seid, möchte ich euch noch um einen weiteren Gefallen bitten. Ich habe einen der Jünger losgeschickt, um Berichten nachzugehen, dass die Gefallenen aus unserem Tempel fliehen. Zu ihrer eigenen Sicherheit müssen sie zum Tempel der Loyalität gebracht werden. Jünger Nikolon ist noch nicht zurückgekehrt. Sollte er sich in der Nähe befinden, müsste er an der Grenze unseres Tempels im Norden sein. Bitte sucht ihn und sorgt dafür, dass er nicht verletzt oder in Gefahr ist. Okay. Bitte seht nach, ob es Nikolon gut geht. Verspätung ist untypisch für ihn. Na gut, machen wir. So, wahrscheinlich wieder mit dem Weg. Das ist eine interessante Stelle. Dann gucken wir mal, wie wir da hinkommen. Das kann nur ein Dämonenjäger. Ich mag das Gleiten. Alle anderen wären jetzt einfach nur runtergefallen. Sie kann so wunderschön gleiten. Und damit kommt sie auch hier hoch. Auch sehr gut. Und wenn sie nicht mal hochkommt, also mit einem normalen Sprung hochkommt, dann kann man auch noch einen anderen Trick machen. Das ist eure Wahl. Ihr wisst, wie ihr uns findet. Uta! Mensch, Uta, bleib hier! Mist. Der gehört zu den Gefallenen, okay. Oh, ich war in Gedanken. Der Jünger scheint tief in Gedanken versunken zu sein und sieht euch nicht an. Ihr findet besser einen anderen Jünger, Aspirantin. Ich kann euch nicht helfen. Wer Uta nicht kennt, der war der Lehrmeister von Prinz Arthas in Warcraft 3. Das war ein Echtzeitstrategiespiel. Und da kam Uta drin vor. Der wurde von Arthas umgebracht mit einem seelenraubenden Schwert, weil Arthas dem Lichtkönig verfallen ist. Und später wurde Arthas zum Lichtkönig und ist dann durch die Helden von Azeroth in dem Add-on von World of Warcraft hier Rise of the Lich King? Irgendwas mit Lich King. Wurde er eliminiert, ja? Und das ist jetzt schon Jahre her, aber der müsste halt auch im Schlund sein, weil die Krone des Lich Kings, das war die, die wir am Anfang von diesem Add-on gesehen haben und die ja auch zerstört worden ist. Okay, Iridia hat mich gebeten, euch aufzusuchen. Geht und dient. Okay, jetzt soll ich ihn eskortieren. Kommt er mit? Okay, er braucht ein bisschen. Ich muss mit Iridia reden. Er muss mit ihr reden, na dann los. Was ihr da gesehen habt, ich bin nicht der einzig Unzufriedene. Es gab ein gezeichnetes Cinematic. Nur diesen Tempel an. All diese Aspiranten. Ihr Leid. Ja, es gab ein gezeichnetes Video, ein Cinematic. Da wurde Uta
eingeführt und auch Leute, die gefallen sind. Ich ertrage diesen Anblick nicht. Okay. Ich danke für die Hilfe, meine Freunde von der Horde. Meine eigenen Zweifel wachsen. Ich muss mich im Tempel der Loyalität melden. Los, los. Aber du hast falsch. Müssen wir nicht da lang? Steht doch, eskortiere ihn. Nein, ich werde hier gebraucht. Ich muss stark sein. Ja, das musst du. Alles gut. Eredia, sie kann mir helfen. Sie lässt mich nicht fallen. Ich sag doch, er lief gerade falsch. Deshalb normalerweise nur ich, wenn ich mich falsch orientiere auf der Karte. Aber auch so ein NPC kann mal in die falsche Richtung rennen. Gut zu wissen. So, immer schön brav geradeaus. Ja, weiter geradeaus. Da ist der Eingang. Okay, wir müssen hier nochmal kämpfen. Was ist das? Wie ein Gefühl! Nein! Das ist der Gegner, den er gerade hat. Der ist schon da. Ich brauche ein Ziel. Wir rennen ja hier dem leeren Elfen-Hexenmeister hinterher. Sehr schön. Ja, hat's gezählt? Hat gezählt. Sie kann mich retten! Sie kann mich retten! Na, dann rette dich doch. Hoffe ich. Nicht, dass sie ihn jetzt vielleicht nochmal umbringt. Ich meine, er ist ja schon tot. Jünger, stimmt etwas nicht? Alles.